Dieser Montagmorgen war alles andere als ein gewöhnlicher. Denn überall in der Welt schaute man gebannt auf das, was nun geschehen würde, nachdem am Wochenende ein neuer Riese erschaffen wurde. Mit der Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die ohnehin schon große UBS sollte nicht nur der Finanzplatz Zürich gerettet werden, sondern viel, viel mehr. Denn aus der Finanzkrise 2008 wissen wir, wie schnell eine Bankenpleite zur nächsten führen und im allerschlimmsten Fall die ganze Weltwirtschaft ins Trudeln bringen kann. Haben wir also aus der Geschichte gelernt oder drohen wir dieselben Fehler wiederzumachen? Fragen wir gleich einen Finanzexperten, doch zunächst zeigt Jakob Schaumann, wie die Schweiz heute die Welt bewegt. Das Ende der zweitgrößten Schweizer Bank ist besiegelt. Nach fast 170 Jahren wird die Credit Suisse von der UBS geschluckt, zum Schnäppchenpreis von 3 Milliarden Franken. Am Ende ging alles ganz schnell. Die EZB-Präsidentin, heute zu Besuch im EU-Parlament, begrüßt die zügige Lösung in der Schweiz und sieht den Euroraum trotz allem gut gerüstet. Der Bankensektor des Euroraums ist widerstandsfähig und verfügt über eine starke Kapital- und Liquiditätsausstattung. Das geldpolitische Instrumentarium der EZB ist in jedem Fall voll ausgestattet, um Liquiditätshilfe für das Finanzsystem des Euroraums bereitzustellen, falls benötigt. Jahrelanges Missmanagement, Hochrisikogeschäfte und Korruption. Die Liste der Skandale bei der Credit Suisse ist lang. Die Fusion von UBS und Credit Suisse, sie birgt erhebliche Risiken, warnen Experten schon jetzt. Die Schweiz schafft hier eine Superbank, die so groß ist in der Zukunft, dass wenn eine UBS, die jetzt aus UBS und Credit Suisse besteht, irgendwann in Schieflage kommen sollte, das Problem für die Schweiz noch viel größer ist und damit die ganze Schweiz in Schieflage bringen könnte. Deshalb sehe ich diese Lösung mit großer Sorge. Könnte sich also eine Finanzkrise wie 2008 nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers wiederholen oder hat die Branche dazugelernt? Die Tatsache, dass es jetzt wieder so ein Rettungswochenende für eine systemrelevante Bank gab, das zeigt uns, dass die Lehre aus der Lehman-Pleite nicht gezogen worden ist. Denn damals war das Versprechen, wir sorgen dafür, dass wir nie wieder in so eine Zwangslage kommen. Und es gab Projekte wie das Trennbankengesetz, mehr Eigenkapital, aber die sind entweder komplett gescheitert oder verwässert worden aufgrund des Drucks der Bankenlobby. Und deswegen stehen wir jetzt wieder in der Situation. Die Boni für das vergangene Geschäftsjahr will die Chefetage der Credit Suisse trotz hoher Verluste noch einstreichen. Gleichzeitig sichert die Schweizer Regierung der UBS eine Verlustgarantie von 9 Milliarden Euro zu. Außerdem gibt es Liquiditätszusagen von bis zu 200 Milliarden. Das Schweizer Bankenchaos, es hinterlässt heute auch an der Frankfurter Börse seine Spuren. Die Kurse schwanken hin und her. Vor allen Dingen bei den Bankwerten gab es zum Teil heftige Verluste, auch wenn man sich da zu Handelsschluss wieder so ein bisschen erholt hat. Letztendlich zeigt sich aber, die Krise scheint noch nicht ausgestanden zu sein. Too big to fail, zu groß zum Scheitern. Für die nun entstehende Schweizer Superbank gilt dieser Spruch mehr denn je.